Willkommen, liebe Leute, bei einem neuen Pflanzenporträt. Es wird um einen Ampferknöterich gehen. Das ist diese Pflanze. Und da muss man aber gleich dazu sagen, da darf man sich nicht verwirren lassen. Punkto, ja, diese Blütenstände, die sind sehr unscheinbar, die was da so rosarot sind. Es kann nämlich auch genauso dieses weißlich-grün, dieser Blütenstand sein. Und es ist dann dennoch der Ampferknöterich. Dazu gesagt, man muss bei den Knöterichen immer ein bisschen schauen. Gerade der Ampferknöterich würde sich gern mit dem Flohknöterich verwechseln lassen. Da zeige ich aber, wie man das Ganze gut bestimmen kann, so dass man diese Gefahr nicht hat. Wenn man denn überhaupt von Gefahr sprechen könnte, es würde nichts passieren, wenn man die zwei miteinander verwechselt, außer dass man eine Fehlbestimmung gemacht hat. Wie es hört, da oben steht nicht nur Mineral, sondern da ist auch eine Straße. Also bitte verzeiht den Lärm. Wir Menschen, wir haben es gern laut. Vielleicht fangen wir von vorne an. Wo gehört er denn dazu? Familiengeschichte und solche Sachen, wie wir das immer machen. Der Ampferknöterich, er hat eigentlich viele Namen. Manchmal wird er auch Uferknöterich zum Beispiel genannt. Hat damit zu tun, dass innerhalb seiner Art Unterarten oder Kleinarten gibt und die haben dann wieder ganz vielgestaltige Namen. Also das ist ziemlich ein Namensgewirr. Wir sprechen heute da zusammengefasst aus Ampferknöterich an. Gehört zur Gattung der Knöteriche, in der Familie der Knöterichgewächse. Na, da haben wir was mit den Knöteriche. In dieser Gattung gibt es ungefähr 100 verschiedene Arten und da sind wahrscheinlich an die 20 wirklich bei uns auch in Mitteleuropa zum Finden. Und eben ganz häufig ist da der Ampferknöterich, in Flohknöterich sicher immer wieder, in Mildenknöterich und in Wasserpfeffer. Das sind da die, was ich auf der Homepage habe. Und den Schlangenknöterich fällt mir gerade ein, den habe ich auch auf der Homepage. Ihr werdet ihn wahrscheinlich weltweit finden, ist ein ziemlicher Kosmopolit, also überall, wo es irgendwie, also er mag es nicht eiskalt und auch nicht tropisch heiß, aber alles, was irgendwie gemäßigt ist, bietet ihm einen Raum, wo er dann wächst und da wächst er dann in der Regel auch gern und häufig und wie ihr seht, kann das Ganze auch ziemlich stattlich werden. Wobei, da muss ich gleich dazu sagen, diese Stattlichkeit, die muss er nicht haben. Das Ganze kann zwischen 10 cm und 150 cm groß werden. Wenn wir da ein Stückchen gehen, sehen wir eh, also auch das ist schon um einiges kleiner. Da ist wieder so ein Grüppchen, wo es ziemlich lichter ausschaut, also nicht so ein stattliches Erscheinungsbild. Und weiter vorn habe ich das Ganze dann auch nochmal kleiner gesehen. Also man sieht allein schon an diesem kleinen Fleckerl, wo ich da mit euch entlang gehe, dieses Vielgestaltige in seinem Erscheinungsbild. Wir fangen einfach da jetzt einmal, bleiben wir mal ein bisschen stehen, weil da habe ich gerade gesehen, dass ich wieder keine grünblütige Version habe, aber die haben wir da drüben. Schauen wir sich das einmal ein bisschen an. Ich befürchte ja, dass man ja, na, da sieht man es noch angemutet, weil ganz was Typisches ist, dass diese Blätter, also typisch, das hat auch der Flohknöterich, nicht, dass der Ameise drauf ist, sondern dass es in der Mitte so dunkle Flecken gibt. Sieht man das da ein bisschen? Also das kann wirklich sehr stark ausgeformt und ausgestaltet sein oder eben so schwach, wie wir es da sehen. Aber nachdem wir sich eh noch ein paar Exemplare anschauen, vielleicht haben wir das Glück, dass wir das genauer sehen. Wisst ihr was? Ich drücke da kurz auf Pause, weil da gibt es eh viel, ich pflücke uns da mal an. So schaut's. Also das ist mal jetzt nichts. Schaut euch einmal diese Pflanze an, was da alles dran hängt, wie viele Verzweigungen das gibt. Das ist da zwar jetzt abgebrochen. Da sehen wir, das ist das Wurzelsystem, von dem alles auseinandergeht. Von oben gesehen war praktisch das, hat sich in jede Richtung, hat sich so ein Haupttrieb verzweigt und ist dann mehr oder weniger aufsteigend. Also auch das ist schon mal typisch, das kann eben wirklich schön stehen, also stark steil aufsteigend sein oder auch fast dahinkriechend, halbwegs flach liegend. Also auch da ist es sehr variabel im Bild. Was das Fantastische ist, wenn ihr euch das anschaut, also wie, nochmal, ich weiß nicht, ich hoffe, man kann diese Gesamterscheinung irgendwie erfassen. Was das Fantastische dran ist, das Ganze ist ein Therophyt, also das ist eine Pflanze, die was jedes Jahr
aus einem Samen neu keimt und innerhalb von diesen paar Monaten Vegetationsraum in unsere Breiten ihr ganzes Leben macht. Also das ist im Frühling gekeimt und ist jetzt wenige Monate hat es gebraucht, dass dann so ein fettes Ding geworden ist. Wir haben jetzt Mitte Juli. Ich finde das immer wieder gigantisch. Was wir da voll schön sehen, wo kommt dieser Name Knöterich her? Da sieht man, dass er an diese Nodien, also an diese Knotenpunkte angeschwollen ist, also so richtig schön zu sehen, diese angeschwollenen Nodien, drum Knöterich. Und auch schön zum Sehen, da kann das Bild vom Stiel, ihr seht, das kann rötlich überlaufen wirken, oder da ist auch rötlich überlaufen, kann aber auch grün sein, beziehungsweise grün und rot gepunktet. Ja, da haben wir alles auf diesem Exemplar schön benannt. Ich habe ja erst gesagt, schwierig ist bei den Knöteriche, und weil es eben Verwechslungskollegen gibt innerhalb der Gattung, beim Ampferknöterich ist eine von den Verwechslungspflanzen der Flohknöterich. Bei allen Knöterichen ist es voll geschickt bei der Bestimmung, wenn man sich diese Blatthäutchen anschaut, die was da an die Knotenpunkte sind. Auch da ist so ein Blatthäutchen. Da werde ich jetzt einmal das Zoom bemühen. Schaut, diese Blatthäutchen, ich habe jetzt dreckige Fingernägel, weil ich eben gerade in der Erde gehoben habe, dieses Blatthäutchen, das hat da zwar ein paar solche Wellen, wo es auf den Stiel übergeht, aber es gibt keine Wimpern oder Haare oder wie Borsten, die was nach oben wegstehen. Der Flohknöterich, also es kann zwar auch beim Ampferknöterich sein, dass diese Blattscheide ein bisschen eine Bewimperung hat, also ganz einen halben Millimeter kleine Härchen da oben dran hat an dieser Grenze, aber beim Flohknöterich, der hat tatsächlich gut sichtbare Behaarung, die was an der Blattscheide, am Rand der Blattscheide aufsitzt und da noch nach oben drauf steigt. Wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, auf der Homepage gibt es da eh sicher Bilder für diese Härchen. Aber das ist sicher Ampferknöterich, weil der ist da kahl am Rand dieser Blattscheide. Hier die Größe, das sehen wir, da haben wir so, Zoom wieder raus, Entschuldigung. Finden Wärzen, er mag es wirklich gern nährstoffreich, relativ feucht bis nass, also auf ganz trockenen, schottrigen Wärzen nicht finden. Man muss ihn ausholen. Er kann sogar auf Schotter wachsen, ich kenne ein Augebiet, wo er gern unterwegs ist. Also da ist im Flussbeet oder im Bachbeet ist nur Schotter und da sind so Schotterbänke und auf diese Schotterbänke wächst er zum Beispiel auch voll gern. Also, aber da ist halt wirklich nass, also das Nasse, das hat er gern. Ihr werdet ihn nicht in einer trockenen Schotterwüste irgendwo finden, sagen wir mal so. Also an Gräben, an Flussufern, an Ackerrändern. Also ihr werdet den, wenn ihr den einmal einen Blick gehabt habt, werdet ihr das auf jeden Fall immer wieder erkennen und immer wieder erblicken. Dann, also danke liebes Exemplar fürs Herzhang. Ich weiß, also ich sage es immer wieder dazu, ich meine, das mache ich im Interesse vom Pflanzenherzhagen. Ich reg und leite jetzt nicht an, dass ihr alle Pflanzen ausreißt und euch das dann selber nur mehr anschaut, darum zeige ich es ja her. So, wir gehen zurück, wo wir hergekommen sind, weil da haben wir so geschickt das gehabt mit die zwei verschiedenen Blütenfarben. Und dann schauen wir sich das mit der Blüte an. So. Da, genau, da war unsere Herkunft. Schaut's. Diese Blütenstände, also das sind schon die Blütenstände, diese Blütenstände sind so walzenförmig und die stehen einen Haufen Einzelblüten zusammen. Wenn man sich das genau anschaut, ich habe schon früher, im Frühling hat man öfter so Blüten mit einfacher Blütenhülle, das nennen sie dann Perigonblüten, also Perigonblätter, also eigentlich sind das keine Kronblätter. Schauen wir mal, ob da, weil das wird nicht wirklich auffällig, wenn es aufgeblüht ist. Da herunten, das Weiße, das ist aufgeblüht.
Das hat eben keine typische Einteilung, diese Blüte, dass die einen Kelch hat und dann Kronblätter, sondern da sind nur diese Blütenblätter da. Und in dem Fall nennt man das dann Perigonblätter. Ist völlig wurscht, das ist nur erwähnt. Die haben einfach keine Kelchblätter. Das kann eben dieses rosafarbene haben, kann aber auch dieses gelblich-grün-weiß, weiß ich nicht, wie man dazu sagen, farbene haben. Und beides ist trotzdem eins der Ampfknöterich. Selbstbestäubung, die Regel, es ist fast kein Angebot. Also es gibt Pollen und Nektar, ja, aber gering. Er ist nicht angewiesen darauf, dass Bestäuber vorbeikommen. Zeitgleich kommt trotzdem einiges vorbei an Schwebfliegen und ja, eigentlich sieht man jedes Insekt da, aber es ist keine echte Trachtpflanze. Also, aber ja, vorbeikommen scheint sie zu lohnen. Da schaut es wieder, also ich habe mir das ja vorher angeschaut, da sehen wir das sogar furchtbar schön jetzt. Da, diese Blattscheide, da hängt zwar jetzt der Blütenrest drauf, da seht ihr, da gibt es keine Behaarung drauf, da stehen keine Fransen weg oder irgend sowas. Also das eben Bestimmungsmerkmal. Wann das Ganze in die Frucht geht, da schaut gerade eine Biene vorbei, wann das Ganze in die Frucht geht, dann entwickeln sie Nüsschen, also ihr könnt es euch vorstellen, das Ganze ist sehr vielsamig, also so viele Blüten gibt es für Nüsschen und das Ganze fällt dann entweder verloren, also es fällt verloren aus, wird dann, weil sie schwimmfähig sind, wenn es regnet, verspült und vertragen, weil er gern am Wasser wächst, fällt es ins Wasser und reißt im Wasser dahin. So kommt er praktisch durch Wasserausbreitung durch die Welt. Aber nicht nur Wasserausbreitung, sondern eben auch Klebe- und Haftausbreitung, wenn das Ganze feucht ist und da rennt ein Tier durch. Ihr könnt euch vorstellen, wenn das so ein großer Bestand ist, da muss gezwungenermaßen irgendwann einmal was durchrennen, dann kann das einfach auf dem Tier ein Echtel hängen bleiben und so mitgenommen werden, aber auch eine Form Verklettausbreitung, weil diese Blütenblätter, also das, was ich gesagt habe, dass er eigentlich Perigonblätter sind, die, wenn das verwelkt, fällt das nicht ganz ab, sondern es bleibt wie ein kleines Hackerl über, mit dem sie dann praktisch dieses Nüsschen auch wo festhacken kann. So. Jetzt die große Frage, oder? Wie immer, wenn es da so viel davon gibt, können wir es essen? Die Antwort ist ja, aber je älter das er wird, desto eigenartiger werden, finde ich, die Blätter im Biss. Jetzt nicht unbedingt im Geschmack. Da sehen wir das mit dem schwarzen Punkt da wieder. Also wenn die jung sind, kann das richtig tiefschwarz sein und das verblasst im Wachsen. Ich muss mal kosten. Also ich finde, es ist ein bisschen wie wenn man stumpfblättrigen oder krausen Ampfer isst. Das kann man essen, muss man aber nicht essen sozusagen. Er ist eben auch für die Inhaltsstoffe ähnlich. Also man merkt, dass eine Menge Gerbstoffe drinnen sind durch dieses Zusammenziehende im Mund. Und es ist auch Oxalsäure drinnen. Gleich wieder erzählt, Pflanzen, wo eine Menge Oxalsäure drinnen ist, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum in größerer Menge konsumieren, weil eben diese Oxalsäure dann die Aufnahme von gewissen Nährstoffen hemmen und hindern kann. Also das, da muss man aufpassen, wird man bei ihm eh nicht machen. Was man auch machen kann, ist, wenn die Nüsschen reif sind, dass man das praktisch erntet, ausschüttelt, abschüttelt und daheim im Winter als Keimsaat probiert. Und wenn das gelingt, dann keimt natürlich ein junges Pflänzchen und dieses junge Grün ist wieder gut essbar. Wie gesagt, auch da, je jünger, je besser. Also, aber ja, ich muss ja irgendwann herzagen und wenn ich euch da jetzt Keimlinge sage, habt ihr nichts davon. Medizinisch, es gibt überhaupt keine schulmedizinische Nutzung. Da ist er weder irgendwie bekannt noch beschrieben. Und in der Volksmedizin, da ist er eigentlich sehr stiefkindlich behandelt, was mich persönlich ja überhaupt nicht stört. Da sehen wir das wieder mit den schwarzen Punkten. Aber durch die Inhaltsstoffe kann man Rückschlüsse führen, für was denn gut sein könnte, also Gerbstoffdrogen immer durchfallhemmend, also durchfallbeendend
Und es ist auch beschrieben, und da komme ich schon wieder aufs Vorsichtigsein, dass die Wurzel zum Beispiel genutzt worden ist, also getrocknet, gerieben, dass man sich einen Sud ansetzt, mit dem man gurgeln kann, wenn man Bläschen im Mund hat, beziehungsweise Hautwaschungen machen kann. Ja, weil ja Gerbstoffe, die sind für das bekannt, dass für das gut sind. Also mag so sein, kann ich mir vorstellen. Wieso ich ein bisschen vorsichtig bin, weil eben zeitgleich erzählt wird, dass genau aus diesem Wurzelsud, also oder beziehungsweise ein Wurzelsud vom Ampferknöterich auch eine Waschwirkung haben soll. Das kenne ich normalerweise für Saponindrogen, also bei Kastanie zum Beispiel ist es sehr beliebt, dass man das ausprobiert, weil da eine Menge Seifenstoffe drinnen sind. Ja, ich wollte es nur erzählt haben, weil das einfach beschrieben ist. Gut, Ampferknöterich. Wie gesagt, gut unterscheidbar vom Flohknöterich durch diese fehlenden Wimpern am Blatthäutchen und eben nicht verwirren lassen über die Größe und schon gar nicht über die zwei möglichen Erscheinungsformen für die Blütenstände mit diesem Rosa und diesem Grün. Gut, okay. Wir sehen Sie beim nächsten Pflanzenporträt. Viel Spaß beim selber finden und entdecken und lasst es euch gut gehen.